Graf 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Frei für alle. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es ist gerade extrem spät und ich habe gerade Frei für alle gezockt und ich habe auf eine, hier, wie heißt die denn, KM Strike oder so etwas gespielt und das ist so etwas wie die Morb von MW3 und die Nuke in MW2 und man braucht 25 Kills nur mit der Waffe und wenn man die bekommt, dann kriegt man einen KM Strike oder wie das Ganze heißt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wie das heißt, ich bin jetzt gar nicht sicher, ich wollte einfach sofort anfangen zu kommentieren. Ich habe es dann einfach so aus Spaß probiert, die ganze Zeit, mal aus Spaß, so, vielleicht kriege ich ja eine, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ne? Und ich habe es einfach nur dem Zufall überlassen, um ehrlich zu sein. Hab ein bisschen da in dieser Gegend patrouilliert, hab ein paar Waffen aufgehoben und vorher hat mir der Solution ein paar Tipps gegeben. Ja, nimm diese und diese Perks und so und dann kriegst du die schon irgendwie wahrscheinlich. Und ich habe dann gar nicht geglaubt und ich glaube, ihr kennt dieses Gefühl, wenn man kurz davor ist und man dann auf einmal so das doch bekommt. Also deswegen habe ich mich entschieden, sofort zu kommentieren. Und ich spiele hier mit einer extrem geilen Waffe. Ich glaube, die heißt irgendwas mit Honey irgendwie so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall eine ziemlich geile Waffe und meine absolute Lieblingswaffe. Also wirklich, einer der besten Waffen meiner Meinung nach. Und ich weiß gar nicht, diese Waffe sieht irgendwie so komisch aus, weil die, also sieht nicht komisch aus. Ich finde die eigentlich ziemlich geil. Nur das, was mich komisch, was so ein bisschen komisch ist, und zwar habe ich keinen Aufsatz auf der Waffe. Ernsthaft, ich habe keinen Aufsatz. Und diese Waffe sieht trotzdem so aus und hört sich auch so an, als hätte sie einen Schalldämpfer. Und da ich jetzt das hier bekommen habe, ist mir eine neue Serie eingefallen. Also ich morgen, oder beziehungsweise heute, oder geht's dann los mit zum Snickers Beast. Wir haben die Namen einfach kombiniert, aber mehr dazu sagen wir dann in der Dingster, in der Serie selber. Wo wir, das ist sozusagen ein Road to Commander. Und ihr seht hier, ich hole alle weg. Aber wo bin ich denn geblieben? Und zwar, morgen fangen wir an mit der Serie zum Snickers Beast, wo Giorgio und ich ein Road to Commander machen in diesem Spiel, in Ghosts. Und dann will ich noch eine Serie nebenbei aufmachen, so nebenbei, neben meiner Live-Serie. Und wo ich halt ein Live-Commentary mache und ihr entscheiden müsst, bevor das Spiel beginnt, kriege ich die, den KM-Strike oder kriege ich den nicht. Also wenn ihr das wollt, gebt jetzt einen Daumen nach oben und ja, also dieses Video ist sowieso einen Daumen nach oben wert, weil das ist meine allererste KM-Strike. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich meine erste Nuke bekommen habe. Boah, Alter, bin ich da ausgetickt. Ich meine, gut, damals habe ich auch mit Call of Duty angefangen und das war das erste Mal dann. Übrigens, ich halte jetzt mein Mikro in der Hand, damit ich nicht so laut sprechen muss und meine Nachbarn nicht aufwachen. Auf jeden Fall, ich weiß noch, als ich mich damals gefühlt habe, ich hatte so Herzklopfen und mir wurde extrem warm, weil das doch schon irgendwie etwas Besonderes ist und ein KM-Strike ist doch schon wesentlich schwerer zu bekommen als eine Nuke in MW2, weil man wirklich alle Kills mit der Waffe machen muss. Außerdem würde ich auch gerne diese Serie hier zum KM-Strike Beast oder zum KM-Strike Boss, würde ich das dann nennen, kann ich auch Livestreams machen, wenn ihr wollt. Da kann ich das Livestream, also ich mache den Livestream an und versuche dann immer diese KM-Strike zu bekommen. Und ja, falls sich einige wundern, Danny, wieso nimmst du das einfach morgens auf und wieso nimmst du es jetzt abends auf? Der einzige Grund ist einfach, weil ich gerade, weiß nicht, es ist einfach besser, wenn ich es gleich danach aufnehme, weil ich mich extrem freue. Übrigens, ich habe mich neu verliebt und zwar, ich bin jetzt mit einer Person zusammen und die nennt sich Call of Duty Ghosts. Und ich heiße, da habe ich die. Oh, bin ich da ausgedeckt. Und danach bin ich sofort gestorben. Da dachte ich mir, what the fuck, Alter, ne? Und da habe ich mich, ihr seht, wie ich mich freue. Und ja, ganz genau. Habt ihr schon mal eine KM-Strike bekommen? Und wie habt ihr euch bei eurer ersten Nuke gefühlt? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich bin nämlich für euch zu Ende schauen. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat und euch die Idee gefallen haben. Kommentiert, schreibt in die Kommentare. Ob ihr schon mal einen Nuke hattet und so weiter und so fort und wie ihr euch gefühlt habt oder überhaupt hier so ein KM-Strike hattet, wie ihr so eins bekommt, kann ich euch auch sagen, wenn ihr wollt. Sagt mir einfach, wenn ihr ein Tutorial wollt, wie man das am besten bekommt. Ich weiß es, ich habe es ja versucht und es hat bei mir auch geklappt. Und dann mache ich ein Tutorial. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen runter, schreibt in die Kommentare. Abonniert jetzt meinen Kanal für besseren Sex und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!